Hallöchen, 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 willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Nein, sind wir gar nicht, wir sind bei Fallen Shadows. Da bin ich durcheinander, es ist ein langer Aufnahmetag heute. Ich bin seit ungefähr 5 Stunden, 4,5 Stunden am Aufnehmen und wir gehen in den Jazzclub. Wir sind natürlich bei Fallen Shadows geschafft. Nun brauche ich Antworten. Engel? Gut. Immerhin. Engel? Nee, Mann mit Umhang, okay. Oh, da ist wieder dieser Rabe. Galionsfigur? Ja, goldenes Hufeisen. Fliegende Dämonen. Oh Gott, was ist denn hier los? Das waren fliegende Dämonen. Ja. Kann man so sehen. Muss man nicht, aber kann man. So, wo ist hier eine Urne versteckt? Sagst du wohl hier ganz schön viele Instrumente? Vogelkäfig. Ah, der muss auch ein bisschen größer sein. Rinderschädel. Löwenkopf. Wow, super, jetzt geht's rund hier. Rosenbüste einer Frau. Da, nee. Da. Büste ist doch das da. Nee, das war noch ein Engel. Eine Büste, ist das nicht so ein Torso? Eine Torso-Darstellung oder ist das eine Ganzkörper-Darstellung oder ist es nur eine Kopfdarstellung? Was ist eine Büste? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander verwirrt, was eine Büste ganz genau ist. Rosen. Das hier. Rosen, goldenes Hufeisen. Das müsste doch eigentlich auch relativ gut sichtbar sein, wenn es gülden ist. Da. Wenn es so klein ist, natürlich nicht. Büste einer Frau, Rosen, Frosch und Urne. Na, Rabe, wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Na, wo ist der Frosch? Der Rabe weiß es auch nicht, das ist das Problem. Rosen? Ja. Ohne Frosch und Büste. Wenn man ein R dahin macht, würde ich es leichter finden. Versteht er? Ja, ja. 31 und noch nicht aus dem Pubertätsalter entwachsen. Naja. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Wahrscheinlich will das auch gar nicht jeder von sich behaupten, aber naja. So ein Frosch? Nein. Du bist ein Frosch. Ja, in einer völlig naturgetreuen Darstellung. Was ist das? Urne. Komm, eine Urne. Eine Urne hat ja eine ziemlich distinguierte Form. Das da? Nein. Aber obwohl in diesem Spiel kann ja eine Urne auch die Form vom Saxophon haben. Okay, Tipp. Ah, okay, scheiße. Ah, ich hab daneben geklickt. Jetzt habe ich schon den Tipp und klick da auf diese gelbe Flasche anstatt da drauf. Ja, ich weiß, da ist die Urne. Wenn ich wieder klicken darf, dann klicke ich sie auch an. So. Büste einer Frau. Hier gibt es irgendwie viele Abbilder von Frauen. Das ist ein ganz normales Bild. Das ist, keine Ahnung, sieht mir aus wie eine Frau oder ist das ein Mann, ist das ein Bart? Ich kann es sehr schlecht erkennen. Das hatten wir gerade, glaube ich, sogar schon angeklickt. Tja. Was ist da? Was ist das da? Ist es das da? Das da? Wo ich gar nicht hinkomme? Nee, was, wo denn? Ey, da, ich habe nichts gesehen, nichts. Jo, ich habe ein Hufeisen gefunden. Tolle Wurst. Was mache ich damit? Dank an den Würfel, Dank. Du hast mein Hufeisen wieder gefunden. Oder habe ich leicht übersteuert? Mein Name ist Ryan. Wie du siehst, habe ich meine Talismane verloren. Bring sie mir wieder und ich helfe dir. Fang doch mit der Bar an. Ah,
Krebs, gehörnter Kopf. Oh Gott, guckt euch mal dieses Bild an. Alter! Wie will der... Ne? Oh, wie gruselig. Totenmaske. Was ist denn eine Totenmaske? Vierblättiges Kleeblatt. Freiheitsstatue. Alter, man sieht ja überhaupt nichts. Hühnerfuß, goldenes Kreuz. Muss mal was näher kommen hier. Na hallo, ich komme mal ein kleines Stück näher ran hier. So. Brauchen wir ein Auge? Nee, wir brauchen ein Mikrofon. Das da? Das ist tatsächlich ein Mikrofon, okay. Boah, dieses Gesicht macht mich fertig. Ist das irgendwas? Was war das? Ein vielbärtiges Kleeblatt in weiß? Ein weißes vielbärtiges Kleeblatt? Kleeblatt? Ihr wollt mich doch sowas von verarschen. Gehörnter Kopf 1. Elefant Dumbo. Schon wohl eher. Naja. Da ist so ein Pik-Zeichen, das brauchen wir nicht. Ist das ein gehörnter Kopf? Nein. Eine Fliege brauchen wir gerade. Nee, Tischtennisball. Totenmaske. Ist das ein gehörnter Kopf? Jo. So in den Hörnern gesehen, weil den Kopf habe ich da beim besten Willen nicht erkannt. Hühnerfuß, goldenes Kreuz. Habe ich hier gerade irgendwo ein Kreuz gesehen oder war das in einem anderen Bild? Goldenes Kreuz. Ein Hahn. Irgendwie eine Made mit Schnurrbart und Sombrero. Ein Achtung Hammerzeichen. So ein Schild, was will man jetzt sagen? Achtung, hier wird gehämmert. Oder Achtung, ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Das könnte natürlich sein. Hier ist ein Sombrero mit einem... Bart. Da ist die Freiheitsstatue. Und riesengroß. Seltsame Münze. Das sind seltsame Münze. Goldenes Kreuz, Hühnerfuß. Da ist ein ganzer Hahn. Der hat auch einen Fuß. Ein Glückskeks. Tja, ja, ja. Tja. T-Rex, Auge, ist eine Dame, brauche einen Tipp. Was ist denn da? Was ist das? Voodoo-Muster? Das war ein Herz mit ein paar Strichen drumherum. Das ist ein Voodoo-Muster oder was? Da ist ein Kreuz. Das sah für mich nicht golden aus, aber okay, ich nehme alles mit. Das war ein Krebs, das sah aus wie eine Kackwurst. Nein, das macht mich überhaupt nicht aggressiv, dieses Spiel. Hühnerfuß, gehörnter Kopf und Totenmaske. What the fuck ist eine Totenmaske? Man setzt Toten noch keine Masken auf. Dollarzeichen. Dollar, Dollar, Bill, ja. Wer setzt denn Toten eine Maske auf? Dieser Kuh hier, die Totenmaske. Huch, das war eine Totenmaske, aha. Interessant, interessant. So, und jetzt zeig mir den gehörnten Kopf oder den Hühnerfuß. Das war der gehörnte Kopf, okay. Muss ich leider zugeben, das könnte er wirklich gewesen sein. Hühnerfuß. Das ist ein Hund mit einem Knochen im Maul. In der Schnauze. Was ist beim Hund? Schnauze, oder? Nicht Maul. Maul ist bei einer Kuh. Hühnerfuß. Dieses Stimmengewirr im Hintergrund macht den ja noch viel wirrer. Also mich macht das wirre Stimmengewirr ganz schön wirr. Ja, gut, okay, Hühnerfuß. Ich habe ein goldenes Kleeblatt gefunden. Yippie. Und suche gleich hier weiter.
nach einem Goldtopf, einem einäugigen Stein mit einer Totenmaske. Ist das eine Totenmaske? Nein, diesmal weiße Rose, Mikrofon, Disco-Kugel. Mikrofon. Oh, schön. Zweiköpfiger Vogel, Mayongstein, Armband. Holzalligator Ganesh und X. Wo ist Ganesh? Du bist nicht Ganesh, ne? Ihr wollt nur sicher gehen. Ich war eigentlich sicher, dass nicht Ganesh ist. Bist du eine Totenmaske? Nee. Ah, wir brauchen X. Würfel. Gitarre, eine Schlange, ein Kraken. Eine Spinne brauchen wir aber nicht. Eine Rose brauchen wir auch nicht. Ich finde immer in den Wimmelbildern nach, also in den zweiten Wimmelbildern sozusagen die Sachen, die in dem Wimmelbild davor gesucht waren. Das hätte ich gerne irgendwie, kann man das nicht irgendwie tauschen, dass ich, ne, und so weiter. Ein Ei, braucht keiner. Ein riesiger Hühnerfuß. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Mayongstein, ja, okay. Das sehe ich auch so. Goldtopf. Und da habe ich jetzt so einen Kochtopf vor Augen, wo halt Goldmünzen drin liegen. Würde ich jetzt sagen. Ah, das ist X. Aber ich sehe nichts dergleichen. Momentan nicht. Es könnte sich ändern, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich ändert. Kleber brauchen wir diesmal nicht, nee. Eine weiße Rose. Ach, da wollen wir doch tatsächlich eine Rose. Okay. Ich dachte, wir bräuchten keine. Einäugiger Stein. Seit wann haben Steine Augen? Das war ein einäugiger Stein, natürlich. Da ist Ganesh. Das ist ein Vogel, aber der hat nur einen Kopf. Das reicht ja den Menschen hier nicht. Was ist das denn da? Ein Staubsaugroboter? Gib mir einen Tipp. Ah, das ist ein Armband, oder was? Ja, okay. Ah, das ist immer sehr frustrierend, wenn mir irgendwas gezeigt wird und ich kann nicht mal sagen, ey, das war voll doof, weil das stimmte, weil es irgendwie an mir lag, dass ich es nicht gesehen habe. Und nicht an der Unfähigkeit der Programmierer, sondern der Unfähigkeit meines Auges. Das ist dann immer ein bisschen deprimierend. Holzalligator, zweiköpfiger Vogel, Disco-Kugel, Totenmaske, Goldtopf. Hier ist Geld. Zählt das nicht als Goldtopf vielleicht? Was ist da? Eine Disco-Kugel? Beim besten Willen nein. Nein, einfach nein. Nein. Nein, nein, nein. Einfach nein. Einfach nur nein. Oh, ein gezinkter Würfel, nur Sechsen drauf hier. Also ich sehe weder einen zweiköpfigen Vogel, hier sehe ich einen Hahn, noch einen Goldtopf, eine Totenmaske, weiß ich wieder nicht, was damit gemeint ist. Ein Holzalligator sehe ich auch nicht. Hier ist eine Spinne, da ist noch eine Spinne. Ach, da, oh, der Goldtopf ist ja riesengroß.
Ja, das ist auch so ein Problem bei so extrem auf unglaublich schwer getrimmten Wimmelbildspielen wie diesem hier scheinbar. Danke. Dass man auch keine Möglichkeit hat zu wissen, auf welche Größe man gucken muss. Also ob jetzt irgendwie so ein Holzalligator, ob der jetzt groß ist oder ob der klein ist. Weil hier ist ja ein Schädel, der ist riesengroß. Hier ist ein Buchstabe, der ist genauso groß und hier ist irgendwie ein Würfel, der ist viel kleiner. Oder ein Ei oder... Der Goldtopf eben war halt so ein mega gutes Beispiel dafür. Hä? Was war das? Zweiköpfiger Vogel? Hä? Ihr wollt mich verarschen! Holzalligator, komm, den finde ich jetzt. So ein Holzalligator kann natürlich auch bemalt sein. Sprich, er muss jetzt irgendwie keine Holzfarben haben, sondern er kann ja auch... Ja, rot angemalt sein oder schwarz-weiß arschgrau kariert. Das ist ja alles möglich. Es ist alles möglich. Alles. Und nicht nur bei Toyota, auch bei Wimmelbildspielen. Vor allem bei Fallen Shadows. Okay. Ja, ich habe einen Goldtopf gefunden. Yay. Kann ich ihn irgendwie einlösen und muss dann nie wieder Wimmelbildspiele spielen. Nun ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut und tschüss.